Das Kölner Unternehmen Deutz hat einen Motor entwickelt, der Wasserstoff direkt verbrennt. Der neuartige Wasserstoffantrieb kommt gänzlich ohne Akku und Brennstoffzelle aus. Der neue Sechszylinderantrieb entspricht den Zero-Emission-CO2-EU-Werten. Schon ab 2024 geht der Motor in die Serienproduktion. Dem Hersteller für Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge könnte damit eine Revolution gelungen sein. Flixbus, Freudenberg und ZF wollen zusammen bis 2024 ein Brennstoffzellenantriebssystem für Fernbusse entwickeln. Das Forschungsprojekt nennt sich HyFleet und auch ein namentlich nicht genannter großer europäischer Bushersteller soll daran beteiligt sein. Daimler Truck und Total Energies haben vor wenigen Tagen eine Vereinbarung unterzeichnet, sich gemeinsam für die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs in der Europäischen Union zu engagieren. Die Partner wollen bei der Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur für schwere Lkw zusammenarbeiten und somit die Attraktivität und Effektivität eines CO2-neutralen Straßengüterverkehrs auf Wasserstoffbasis demonstrieren. Die für Terminal-Traktoren bekannte französische Marke Gosse plant eine komplette Lkw-Familie mit Brennstoffzellen. Das auffälligste Familienmitglied dürfte sicher der H2 Racing Truck sein, mit dem Gosse unter anderem an der Rallye Dakar teilnehmen wird. Verpassen Sie jetzt keine Wasserstoff-News mehr und abonnieren Sie unseren YouTube-Channel.